Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Stadion-Vlog Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger Sportverein. Freitag 18:30 Spiel. Hätte auch ein Samstagspiel sein können um 20:30, aber wurde es nicht. Auf jeden Fall, Hamburg wird sehr stark heute wahrscheinlich reingehen mit sehr viel Elan, weil sie das letzte Spiel verloren haben gegen Osnabrück. Wenn Fortuna da weitermacht, wo sie aufgehört haben, in Hannover in der ersten Halbzeit, also wenn die da weitermachen, dann könnte das was werden, dass Fortuna heute gewinnt. Ich tippe so oder so 2-1 für die Fortuna. Es wird ein sehr spannendes Spiel und dann sehen wir uns im Stadion und viel Spaß.
Fortunen sein. Halbzeit, Fortuna Düsseldorf führt 1-0. Also leider zwei frühe Verletzungen und dadurch Wechsel. Einmal Noah Katterbach, was mir auch wehtut, weil er ist ein super junges Talent. Und einmal bei Düsseldorf der Quaschi. Auch nicht gut für Düsseldorf, vor allem weil wir eh in der Abwehr Probleme haben. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, ist, dass Fortuna auf jeden Fall schlechter ist als Hamburg. Also Hamburg hat mehr vom Spiel und so, Fortuna stellt sich hinten rein. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann in der zweiten Halbzeit wieder. Rote Karte für Hamburg, also gelb-rote Karte Hamburg, Moritz Heyer. Oh, no!
nach Berlin! 5, 6, besseres gibt! Es ist das Beste auf der Welt! Noch am Leben hält. Zu unserer Fortuna zu gehen. Und er will! Wir hassen Köln und er will! Köln und RW! Ja, gut, was ist denn vergessen? So, Fortuna Düsseldorf, alle! Jetzt lauf, Isaac! Als Fortuna Köln, ihr seid leiser. Als Fortuna Köln, ihr seid leiser. Als Fortuna Köln. Ja! Ja! 1895, hey! Hey! 1895, hey! Hey! 1895, hey! Das Spiel ist vorbei. Fortuna gewinnt 2:0 gegen den Hamburger Sportverein. Erste Halbzeit habe ich ja eh schon gesagt. Ja, Hamburg war besser. Also, sie hatten 33% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, 3 Torschüsse und Hamburg 5. Wir haben halt das 1-0 glücklich sehr früh gemacht in der 11. Minute. Und dann, ja, lief eigentlich nichts. Und dann zweite Halbzeit durch die gelb-rote Karte von Haya.
Dann haben wir wieder ins Spiel gefunden, hatten sehr viele Chancen. Ich hoffe, ich habe da gut welche aufgenommen. Haben das 2-0 gemacht. Und ja, ich hoffe, also meine Stimme ist gerade komplett im Arsch. Ich habe noch in der U-Bahn ein bisschen Lieder angestimmt und alles. Deswegen verzeiht mir das bitte, wenn meine Stimme jetzt nicht mehr ganz so gut ist. Aber auf jeden Fall, wenn man so sieht, wir haben die Chancen genutzt, die wir hatten. Also natürlich auch nicht alle. Also wenn wir alle genutzt hätten, wäre es auf jeden Fall, also es gab 2-3 Chancen, die eigentlich reingehen hätten müssen noch. Also dann wäre es vielleicht 3-4-0 gewesen. Wäre aber auch unverdient gewesen, weil Hamburg hat eigentlich echt super gespielt. Und ja, auf jeden Fall, das nächste Spiel müsste in 2 Wochen sein. Ich bin mir nicht sicher, wer gerade kommt dann. Ja, auf jeden Fall, das nächste Spiel ist doch nicht in 2 Wochen. Also wir haben jetzt erstmal ein Spiel in Osnabrück, dann ein Spiel in Lautern und dann spielen wir im Pokal gegen Leverkusen. Ich habe Tickets für das Spiel. Bedeutet, wenn alles gut ist vom Platz her und von der Sicht, werdet ihr da auch dann nochmal einen Stadionvlog bekommen zu den Osterferien, kurz nach Ostern. Montag bin ich bei der Ballers League, also bei der Baller League vom Poldi und Hummels. Da wird auch wahrscheinlich ein Vlog kommen, aber vom richtig Stadionvlog ist der nächste erst dann gegen Leverkusen oder darauf die Woche dann gegen Braunschweig beim wieder frei für alle Spiel, gratis Spiel bei der Fortuna. Und ihr wisst, was kommt. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ich bin eine Partisan.